Ja, hi und willkommen. Mein Name ist DanieroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Heute geht's weiter in der Story. Die Musik ist voll episch hier, ist voll. Weiß nicht, ob das irgendwie passend gerade ist so mit der Atmosphäre, ja, ne? Der dunklen, dem dunklen Himmel und all so was, ne? Aber okay. Ja, wir haben in der letzten Folge, wir haben in der letzten Folge einige unserer Nebenquests oder alle unsere Nebenquests hier abgeschlossen und ja, wir haben jetzt noch zwei Kopfgeldjagden übrig und ja, mit denen legen wir uns noch nicht an, ne? Und ja, wir sind hier, wir müssen zu den freien Städten von Kamba, das ist dieser Ort hier, den wir letztens gefunden haben, ne? Und kann ich eigentlich auch, wenn ich da hingehe, wenn ich jetzt da hingehe, kann ich da von da aus auch einfach die Story weitermachen? Aber wir haben ja schon den Ort gesehen, ne? Das ist ja hier und da ist er irgendwie am Brennen. Da sind wir irgendwie, ich weiß nicht, im letzten Part oder im vorletzten Part hingegangen, ne? Und ja, da war es am Brennen. Wir haben uns gewundert, was ist denn da los? Und jetzt gehen wir da rein und gucken, was da los ist, ne? Aus dem Zusammenschluss bescheidener Dörfer ist der Bündnis starker Städte geworden, denn heute ein Großteil der Dalmekischen Handels kontrolliert. Und ja, das ist wieder ein Story Gebiet, ich nenne die jetzt einfach so, ne? Was heißt hier Licht und Schatten? Hier geht es jetzt gleich wieder ein bisschen so ab, nehme ich an, ne? Dann haben wir los. Gucken wir mal. Altkammer. Hört ihr es donnern? Ist ja dieser Ort, wo wir uns mit Sid irgendwann mal irgendwie reingeschlichen haben. Nicht von dir auf andere. Wo wir ein paar Leute hinter den Türen stöhnen gehört haben. Gab's Ärger unterwegs? Ja, das ist halt sehr bekannte. Ach, da seid ihr ja. Und ist das etwa? Ja. Wenn ich vorstellen darf, mein Bruder. Joshua. Gleif hat schon von dir erzählt. Endlich treffen wir uns mal. Ich bin Midderdoll, aber alle nennen mich Mid. Milady. Okay. Steht er drauf mit? Warum? Oder macht er halt bei jeder Frau, die er zum ersten Mal trifft? Mein Junge. Onkel Byron. Du bist es wirklich, dass ich das noch erleben darf. Und diese Akasischen wurden gesteuert? Ja, sah ganz so aus. Leerer Blick, blaues Leuchten. Sie waren verwandelt, aber sie haben keinen Mucks von sich gegeben. Das muss ich leider bestätigen, Clive. Da waren schon vorher Trupps in den Straßen. Sie bewegten sich gezielt in Gruppen und wie auf Befehl. Ultima. Ultimas Werk? Vielleicht. Und die Stadt? Die Bürger? Tot, fürchte ich. Zum Glück nicht alle. Ein paar von ihnen sollen sich in der Kuria verschanzen, gleich hinterm Händlerviertel. Und am anderen Flussufer sollen sich auch noch einige in ihren Häusern verstecken. Die müssen wir anretten, ne? Wenn die Leute dort entdecken, werden ein paar Türen sie nicht aufhalten. Holen wir sie da raus. Schnell. Was schlägst du vor? Wir werden uns aufteilen. Ich gehe Richtung Händlerviertel und du suchst am anderen Ufer. Würdest du mit ihm gehen?
Natürlich. Gemeinsam finden wir sie bestimmt. Verstanden. Was ist mit uns? Mit. Ist es fahrtüchtig? Das Schiff, der Mithril-Antrieb braucht noch ein paar Justierungen. Dann beeil dich, ja? Selbst wenn wir die Überlebenden retten, schaffen sie es niemals zu Fuß. Überlass das mir. Könnt ihr beide mit den Rücken frei halten? Schaffen wir mit links. Ich pass auf sie auf. Hast mich wohl an der Backe, Byron. Für dich, Lord Rossfield, du vorlautes Gör. So haben wir unseren Paartropier. Wollen wir auch? Schaffen wir locker, ja. Du passt auf Clive auf, ja? Ja, ich darf von Torga natürlich wieder nicht getrennt werden, ne? Ihr beide. Du auch. Na gut. Der Untergang. Ja. Oder wie ich ihn nenne, Clive. Los, Torga. Suchen wir die Überlebenden. Da ist wieder ein paar Tage her. Ich muss mich erstmal wieder eingewöhnen. Jetzt Spiel so funktioniert und so, ne? Und daher. Gegen diese Bestien haben sie keine Chance. Wie tue ich mich denn hier nochmal drehen? Ah ne, falsches Spiel. Warte, ich komme. Ach. Na okay, ich bin da. Ah, oh, verdammt. Ja. Ein bisschen schneller sein, ein bisschen Clive, ne? Wenn ich mir ein, ist das Spiel ganz schön laut heute. Na, ja, nicht. Dann leckt mich doch. Ich habe die ganze Zeit auf dem Konter gewartet, die haben mich nicht angegriffen. Boah. Ja, voll geduldig gewartet, bis ich angreife, ne? Bis ich mein Konter hier einsetzen kann. Dann greifen wir nicht an, ey. Das gibt's nicht. Nein, warte, ich komme. Das sind doch Verlunkerrüstungen. Oh, der hat ein Schild. Au, ich bin voll in den am Reinrennen. Aua, was zum. Oh Mann, was mache ich hier? Oder so eine kleine Gewöhnungsphase hier. Aber oh Gott. So, chill mal ein bisschen, okay. Oha. Ah. Reiton. Karton. Aua, 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 aua. Aua, aua, Hilfe. Da war ich ja. Wir müssen einen Strahl einsetzen. Okay, ich habe auch volle Pulle hier meinen. Ich habe ja volle Pulle meinen PC-Lautstärke hier geändert. Dann ändert aber nichts. Wenn ich das hier ändern. Ändert sich aber nichts, ne? Sondern Lautstärke hier. Glaube ich nicht. So, habe ich meine Lautstärke ganz hoch und ganz leise gemacht, aber hat sich nichts geändert. Also da keinen Einfluss darauf. Trank. Aha. Na gut. Beeilen wir uns noch, um noch mehr Leute hier zu retten, ne? Okay, ich dachte irgendwie hat irgendwie sein Heel, ich dachte er ist ja hielt sein Schwert irgendwie so komisch.
Da gehe ich mal so rein. So, wo ist der Zauberer hier? Ich habe der gerade gepotzt gehabt. Wer ist das? Also sind alle am Leben. Oh Mann. Er versucht das mal zu blocken. Oh Gott. Laufhalter angegriffen. Na, ich habe den gerade angegriffen. Da hat der ein Schild auf den aufgeballert. Mach mal her, du. Hör auf mit dem Zaubern. Hör dich auf mit der Protestnummer. Wie so eine Zigarette ausgestampft. Ich hoffe den anderen. Oh. Jetzt noch Torgal. Bonk. In den Hintern. Nichts als Monster mehr. Ja, aber ist das nicht gut? Wenn die Valuta hier, das ist doch hier von Odin, hier die Kameradschaften, ne? Wenn die jetzt alle Monster sind, ist doch gut, oder? Ich meine, ich nehme an, die sind jetzt stärker, ne? Also, das ist vielleicht nicht so gut, aber dann verlieren die ja irgendwie Leute, ne? Wenn die zu Monster wollen. Da kommt mein nächster Bosskampf, ne? Oder? Nein? Okay, ne, zu klein. Gibt euch so blöde Reißzähne oder so. Wenn ich Reißzähne fahren will, dann gehe ich auf eine Weltkarte und kämpfe gegen ein paar Monster, ey. Und ich in so ein Storygebiet hier. Meins. Okay. Bleib ruhig, Tor, geil. Ich will ihn die ganze Zeit knucken. Oh nein, warte, ich komme. Oh Mann, warum sterbt ihr denn also schnell weg? Oh Gott! Der ist auch auf mich zugedüst gekommen. Ich bin auf ihn zugedüst, er kam auf mich zugedüst. So, jetzt komme ich, mach den hier. Boah, mal so viele Zahlen. Dann reiße ich noch den Boden hier kurz auf und dann haue ich dich immer und immer wieder. 48.000 Schaden. Okay. Muss ich sagen, wenn du mich jetzt noch einmal triffst, ne? Jetzt eine Sekunde. Das ist meine Axt. Kann Torgal nicht so einfach in den Mund nehmen? Wie so ein Boss. Dark Souls hier, dieser eine. Da gab es so einen Wolf, was irgendwie ein Schwert im Mund hatte. Ne? Kann halt nicht Torgal mit der Axt machen. Okay. Dann gehen wir mal da rein. Und dann schießen wir mal. Hey, gut gemacht, Torgal. Ich verbrenne deine Klöten. Das sah wohlwürdig so aus, ne? Ruhig dich mal ein bisschen, Clive. Oh, Geld, geil.
Oh, ich habe sogar alles voll. Von diesen einen Ding kriege ich irgendwie nie irgendwas, ne? So ein Steinhaut-Tonikum. Können sie mir auch mal geben, so. No. Oh Gott. Achso, ich dachte, da war jetzt. Keine Ahnung, so, so meine AP-Leiste und so sind alle weggegangen. Deswegen habe ich gedacht, hier liegt jetzt jemand im Erkennen oder so. Und hier kommt jetzt so eine Cutscene oder so. Oh, das ist ein sehr großes Gebiet für einen sehr großen Boss. Das war was Großes. Joshua und Jell haben wohl zu tun. Guck mal hier hin. Dann immer wieder. Sie kommen irgendwie bekannt vor. Okay. Wer jetzt bei jedem großen Raum, in den ich vorbeikomme, irgendwie sagen, hat der vielleicht ein Boss kommt. Wow. So, hey. Wer bist du denn? Aber ging schon mit. Ah, zu früh. Aua. Aua. Ich tritt den ganzen stark in die ganze Zeit in die Weichteile. Aua. Okay, wirklich mal ein bisschen ab. Aha. Aha. Das wäre ein Licht. Klar wird einfach immer aggressiver mit jeder etwa. Ist ja eigentlich übersichtlich hier zu sehen, wie ich hier kämpfe. Oder ist halt irgendwie so unübersichtlich wie in der Tales of Serie. Ich mache ja eigentlich immer nur die gleichen Sachen. Also ist er irgendwie so übersichtlich überhaupt, was ich hier immer so mache und so. Ich dachte, dass hier so kompliziert ist oder so, ne? Ja, weiß ich ja nicht, ne? Wie er zum Zuschauen irgendwie ist, ne? Ich habe noch bei niemandem irgendwie so reingeschaut, so Let's Play-mäßig oder irgendwie sowas. Ja, habe ich keine Ahnung. Ich finde, das sieht relativ übersichtlich aus, ne? Donk. Das ist die Kurie, wo der Stadtrat tagt. Vielleicht sind hier noch Überlebende. Oh, ganz sicher. Wir sind bestimmt alle noch am Leben. Weil ich gesagt auch vor allem mal sichtlich hier zu sehen, was hier alles passiert. Vor allem, weil ich jetzt hier die ganze Zeit mit meinen super starken Angriffen hier. Ich finde eigentlich immer am unübersichtlichsten ist, wenn ich irgendwie mich verwandle. Da sehe ich manchmal irgendwie nicht genau. Uns ist Licht Flair Atem. Oh, das ist doch für. Ich meine, da werde ich sowieso nicht ausrüsten, aber. Jemand tut meinen Flair Atem verstärken oder. Ist das der Angriff, den ich habe hier? Ne, das ist Giga Flair. Ja, Flair hatte mal genau, ja. Ich wollte schon sagen. Keine Ahnung, beim Verwandeln ist immer am unübersichtlichsten, weil ich da nicht immer, da sind so viele Effekte am rumfliegen, da sehe ich manchmal nicht immer, ob ich in was für eine Combo ich gerade drin bin oder so. Natürlich, da weiß ich auch manchmal nicht irgendwie, und wegen den ganzen Feuer sehe ich auch nicht manchmal. Ich sehe manchmal nicht irgendwie, wann die Gegner am Angreifen sind, weil ich überall nur Feuer sehe. Aber ansonsten finde ich halt übersichtlich. Level 28. Geist. Weißbrot. Was? Ich wollte mal sehen, ob das klappt.
Ich mit Feuer auf ihn draufballer, wenn er vor mir liegt. Und dass er auch irgendwie so eine Hinrichtung gibt oder so, oder wie auch immer teilt. Ganz ruhig, Clive, ganz ruhig. Bonk. Mann. Die werden auch nicht abgebrochen irgendwie, ne? Aua. Boah. Also was hier. Bonk. Ich habe einfach deinen Zauber abgewehrt, ja. Komm zu mir. Stufe erhöht. Cooles Timing. Du sorgst für gehörigen Tumult. Aber ich hatte nichts anderes von dir erwartet. Oh, hey, du. Bist du Ultima? Langsam könntest du dich vorstellen. Erst entweichst du unser Grab. Und jetzt bist du hier. Mit einer Armee voll Marionetten. Manieren, Lord Rossfield. Das sind Menschen wie du und ich. Nur werden sie nicht vom Willen belastet, der unser Eins seit langer Zeit schon so plagt. Sie sind rein. Sie sind göttlich. Was? Dies war eine Stadt des Frevels. Und nun sind es nur sie, die noch stehen. Dafür wirst du bezahlen. Wie du wünschst. Ich gebe zu, dass ich mich sehr auf diesen Augenblick gefreut habe. Gestattet mir dieses Vergnügen, Majestät. Der Leib wird nicht zu Schaden kommen. Ich bin Sleipnir von Haus Harvard. Sleipnir. So heißt das Pferd von Odin. Oder? Bist du bereit, dein wahres Ich zu entfesseln? Okay, macht Sinn, ja. Er scheint ja irgendwie hier so. Na, no, zu spät. Er scheint ja irgendwie so like, die rechte Hand von Dings zu sein, von Odin, ne? Aber ja, Sleipnir ist irgendwie das sechsbeinige Pferd von Odin. Final Fantasy jedenfalls. Na, oh, Mann. Ja, bin ja einfach so ausgewichen. Nein, er ist weg. Oh Mann, ich krieg ihn seinen Rhythmus nicht hin. Ich bin schon in den Angriff drin. Also greif ich auch an. Da. Ich mit seinem Namen hat er irgendwie so eine random Rüstung einfach nur an. So eine Fußsoldatenrüstung. Okay. Das ist bestimmt nicht das letzte Mal, wir gegen den kämpfen oder so, ne? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich dachte, irgendwie wäre ein größer Big Deal irgendwie so, ne? Der alte Trick. Da, Mist. Clive. Name sagt mir auch was. So, dass die Lanze von Odin, ne? Der ganze Arsenal von Odin ja geklaut.
Und Gung Li ist auch. Ah! Gung Li ist auch eine sehr oft wiederkehrende Waffe in Final Fantasy. Das ist meistens immer so ein ultimativer Schwert für irgendeinen Charakter. Coole Anspielung hier immer. Bonk. Gott, hab ich ihn? Ja. Ha. Ja, greifen wir mehr mal an, ne? Ja. Ist er gebrochen? Ja. Also nicht ganz, aber. Ja, greifen wir mal mehrmals an, Anna. Oh, Torgal. Torgal ist verwandelt. Kannst du mich jetzt bitte heilen? Oh. Na, war nicht so gut. Gott, der schießt einen Laser auf mich. Warum? Nur ein. So, komm her. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, der Typ wäre irgendwie entweder Ultima oder Leviathan oder so, ne? Aber mit dem Namen bezweifle ich, dass er jetzt irgendwie Leviathan ist. Oh Mann. Das ist auf jeden Fall Final Fantasy 15. Was war hier? Oh, nicht so gut, nicht so gut. Das hab ich mal einmal. Schon wieder in Angriff. Oh Gott. Na, wo ist das? Ah. Bahamut, hilf mir. Jawohl, kann ich einsammeln. Hat er jetzt immer noch. Oh, Ratatoska. Ratatoska irgendwie, weil ich irgendwas mit Dunkelheit. Weil ich Ratatoska das aus nordische Mythologie, glaube ich. Da irgendwie so ein kleines Frettchen oder irgendwie sowas war, ne? Oh Gott, da einen Moment lang dachte ich noch bei ich. Außerdem gibt es in Tales of Symphonia 2 auch Ratatosk, der Hauptcharakter. Oh Gott, war zu spät. Ah, jetzt kommt er wieder mit den Überangriffen, ne? Ich halte lieber meinen Heiltrank hier bereit. Ha! 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 Oh Gott. Ja. Jetzt wollte ich dich einfach ab. Dong. Nein, wo ist er? Wo ist er? Nein. Wo ist der Kampf vorbei? Nein, kein Ratatos, bitte. Steckt ja ein Ratatos sonst wohin? Okay. Da war schon irgendwie so finaler Boss irgendwie.
Siegesfanfare. Die kommt normalerweise immer, wenn man gegen die Espas oder so gewinnt. Okay, das ist neu. So. Jetzt nicht gedacht, dass er schon so früh stirbt. Ich dachte eigentlich, mit dem hat es noch ein bisschen mehr so was auf sich. Außer er tut nur so, er wäre jetzt hier tot. Du lebst. Nee. Ihr zum Glück auch. Ja, tun wir. Wir sind leider zu spät gekommen. Die Akasischen waren schon da. Nun, ihr habt's versucht. Ich hab's auch voll versucht. Wir waren alle zu spät. Was ist? Nichts. Hoffe ich. Das Ultima, ne? Mit dem hat's irgendwas auf sich. Der ist noch nicht tot. Oh, nee. Lässt du uns schon, Mythos? Jetzt kommt er auch noch. Der König. Ganz recht. Kniet nieder vor Barnabas Tarm. Wächter von Ashra und König von Valut. Zurück. Okay. Der macht uns jetzt fertig, pass auf. Irgendwas sagt mir, wir kriegen jetzt hier voll aufs Maul. Na, komm mal. Zwinger meines teuren Kommandanten. Dennoch sehe ich, warum mein Meister dich begehrt. Die Macht in dir, Mythos. Die Chance. Hör auf, mich so zu nennen! Aber Mythos ist der Anfang. Außerdem sagt nie wieder die Mächte in mir. Das regt mich nur noch mehr auf. Du bist das Fundament der Schöpfung. Der Leib des Herrn. Das ist dein Zweck. Mein Zweck? Ich soll diesem Ding Körper und Seele aushändigen? Nein, Majestät. Mein Leben gehört mir. Ich habe meinen Freunden ein Versprechen gegeben. Und nichts wird verhindern, dass ich es halte. Du lässt dich von diesem Irrglauben des freien Willens deiner wahren Größe berauben? Wahrlich, wie ein wucherndes Geschwür, das entfernt werden muss. Ja, gleich reicht sich ein bisschen zusammen, ja. Dein Ich ist so schwach wie alle anderen.
Aber das wird nicht gut ausgehen. Müssen wir mit Shiva jetzt hier kämpfen? Hey! Hier! Hier lang! Schnell! Okay. Oh gut. Guter Junge, du hast mein Schwert mitgenommen. Unermessliche Macht. Und sie nutzen sie als Krücke. So verschwindet. Okay. Einige Zeit später. Irgendwas sagt mir, Jill ist nicht mehr mit uns gekommen. Wird er es schaffen? Phönix kann Wunden schließen, doch der Geist muss allein heilen. Ich befürchte, ab jetzt liegt es an ihm. Dieser Ort ist erstaunlich. Ein Bau solchen Ausmaßes. Doch ihr haltet ihn versteckt? Im Schiff da sind Wunder, für die wir noch nicht bereit sind. Wenn die Gilden davon Wind bekämen, würden sie alle anklopfen. Ah. Und wie geht's ihm? Macht dir keine Vorwürfe. Er hat kaum geatmet, als ihr angekommen seid. Er wäre gestorben, wärst du nicht gewesen. Nein, Barnabas mag jede einzelne Sehne in Clives Körper durchtrennt haben. Doch er ging sicher, dass er ihn nicht töten würde. Jede einzelne Sehne? Selbst er denkt so, warte mal, was? Eure Lordschaft, was fällt mir denn bitte ein? Euch die Arbeit aufzuhalten. Ich bringe meinem kranken Neffen liebend gerne eine. Boah, wir freuen nicht alle zueinander sind, wenn Clive gerade nicht da ist. Ihr habt schon so viel für uns getan. Pumpt eure Gilde in unser Versteck. Das ist genau wie bei Naruto, als Sasuke in einem der Intros nicht da war. Da haben irgendwie alle angefangen zu tanzen. Man voll fröhlich. Du riskierst dein Leben. Und wofür? Du kennst mich doch kaum. Warum? Seid ihr alle verrückt oder was? Das geht vielleicht zu weit. Clive! Du bist wach. Mein Junge. Ich möchte einfach nur helfen. Denn die Welt rettet sich nicht selbst. Es war Sid. Dein Vater, der mich das gelehrt hat. Klingt nach ihm. Tu das ja nicht nochmal. Wo sind die Valuta? Beinahe sterben? Die Feiglinge sind abgehauen. Auf ihrer Galeone. Ich verstehe sowieso nicht, was das sollte, dass der hier. Natürlich. Die Einherja segelt nicht um. Jill und Joshua zurückgepackt hat, damit er gegen ihn kämpfen kann. Gegen Bahamut müssen wir auch zu zweit kämpfen, von daher. Und Bahamut hat sich die ganze Zeit mit Odin gekloppt. Also. Die Logik habe ich jetzt auch nicht so verstanden. Warum er gedacht hat, er könnte ihn jetzt alleine bezwingen. Hat sie den Weg versperrt. Keine Sorge mit. Jill lebt. Wir spüren den Äther ihrer Esper. Und solange das so. Bleibt, ist es sicher, dass sie noch lebt. Okay. Wir folgen der schwarzen Galeone. Jill ist beim König, ich weiß es. Ich glaube, das bei allen es war. Und sonst hätten wir ja Odin hier auch spüren müssen eigentlich, ne? Es ist der Mithril-Antrieb. Er schlägt aus wie ein wilder Chocobo und die Teile kommen damit nicht klar. Aber du hast eine Idee. Ja, aber ich brauche noch was. Mein Paps hat das sicher kommen sehen. Wenn ich seine Schriften hätte. Wenn du seine Schriften hättest, dann lägst du uns einen Felshaufen begraben.
Otto hat aber noch ein paar retten können. Er müsste einige Seiten in seinem Lager haben. Dann müssen die wohl reichen. Tut, was ihr könnt, um ihr zu helfen. Ich rede mit Otto. In deinem Zustand? Du gehörst ins Bett. Mag sein. Aber die Welt rettet sich doch nicht selbst. Ach, die retten wir doch im Schlaf. Ha, 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 ha. Okay. Okay. Mal zurück ins Versteck. Ging relativ schnell, dieses Story-Kapitel. Ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass jetzt irgendwie so viel da kommt, ganz ehrlich, ne? Aber da war ja relativ kurz. Also gut. Laut Gav kann Otto weiterhelfen. Neue Handelswaren. Oh, neue Quests auch? Nee, im Moment nicht. Kopfgeldjagd, aber. In den Bergen lauern Akasische und in den Tälern staut sich der Äther. Oh, erstmal die Musik hier, ne? Sag mal, was hier ist. So. Paradiesischer Meteor. Ist das ein Crazy Chocobo? Come, go and ride on a Chocobo. Jäger von Tabor, die Sichel Dalmekia, da gehen wir mal hin. Schafft man doch bestimmt noch hier, ne? Aber erstmal gucken wir, was hier noch so ist. Da können wir beim nächsten Mal die Story weitermachen, ne? Sieht jetzt auch nicht so aus, als wären irgendwie Quests oder so, ne? Aber ich habe mir schon gedacht, da jetzt nicht so viele viel passiert in dieser Quest, weil das wäre mir irgendwie schon zu früh gewesen, irgendwie hier schon gegen, weil Odin ist ja der einzige, der jetzt noch übrig ist, ne? Und jetzt gegen den als nächstes schon gekämpft zu haben, das wäre ein bisschen zu schnell gewesen, habe ich so ein Gefühl. Deswegen war ich mir schon fast sicher, gegen den kämpft man nicht. Okay. Lass mich von früher erzählen, Clive. Okay. Nur zu. Ich wollte eigentlich noch mal kaufen. Gerüchte, die von Stinkebein stammen, sind vielleicht nicht alle komplett aus der Luft gegriffen. Es gab eine Zeit, in der es mir nicht so wichtig war, an wen ich Stahl verkauft habe, solange der Preis gestimmt hat. Manche Frauen gieren nach Blut, andere treibt die Lust. Aber ich war schon immer auf Gil aus. Um sie zu bekommen, habe ich alle beliefert. Hab meine Kunden hintergangen. Hab mich zur meistgehassten Frau von Valisthea gemacht. Aber eines Tages traf ich einen Mann, der mir ein anderes Angebot machte. Götz. Er versprach mir, Zugang zu einer Gemeinschaft Gleichgesinnter zu verschaffen, die ständig Bedarf an Waffen und Ausrüstung hätten. Unter der Bedingung, dass ich nur an sie verkaufe. Das war dein erstes Treffen mit Sid? Oh, okay, Sid, ja. Und ich bin ihm auf den Leim gegangen. Er stand zu seinem Wort und so hielt ich auch das meine. Bald machte ich die besten Gewinne, seit ich mit dem Handel begonnen hatte. Und das alles, ohne einem Geächteten zu helfen. Außer Sid selbst natürlich. Er erzählte von seinem Plan, die Mutterkristalle zu zerstören. Er sagte, ohne sie würde es dem Reich an allem Möglichen mangeln. Eine Gelegenheit für Leute wie mich, Geld zu scheffeln. Wenn du mich fragst, könnte eine Unternehmerin mit etwas Schneid die reichste Frau der zwei Welten werden. Und damit hatte er mich. Ich räumte gleich meinen Laden aus und bezog das Versteck. Der Rest ist, wie man sagt, verdammt nochmal Geschichte. 12 Jahre später bin ich längst nicht die reichste. Ha. Obwohl ich es versucht habe. Aber dafür bin ich nie glücklicher gewesen. Ihr alle habt mir gezeigt, dass manche Dinge wertvoller sind als Gil. Das sind sie. Also vermassle bloß nicht alles. Sonst musst du mir Rede und Antwort stehen. Dann verlierst du ein Auge. Was kommt Musik? Fängt schon an. Clive. Pff. Sag doch gleich, dass du was kaufen willst. So, oh, da ist stärker. Her damit. Rundenklinge. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Das kostet noch nicht mal so viel, ne?
Oh, zwei mehr Verteidigung, klar. Du machst mich noch arm, mein Junge. Hm. Die Tatsache, dass die Sachen auch noch nicht so viel kosten, ne? Enter the Maya, Night Terrors. Bock auf einen neuen Song hier. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Okay, Nachtschrecken. Eigentlich dieses freches Lied wollen wir hören. Ich bestimme, was hier gehört wird. Wir hören uns das hier an. Who put you on the planet? Was auch was zu sagen? Das verschafft mir die Ehre. Nein, okay. Ich dachte, er kommt jetzt auch mit so einer Schmieden. So, die kann ich jetzt mal hochleveln. Hm. Warte natürlich wieder nur, wenn ich irgendwie was, aber nicht herstellen, verstärken. Verbessern, ne? Verstärken, ja. Ja, durch mal meine Waffen verstärken. Kannst mir später danken. Geht sowieso nur auf zwei mindestens, ne? Okay. Und Klinge plus zwei, so. Was das? Gut. So, dann Kopfgeldjagd. Dalmekia, die Sichel hieß das, glaube ich. Die Sichel in Dalmekia. Das muss ja wahrscheinlich hier direkt in dem neuen Gebiet hier sein, ne? So, hier ist irgendwie was, was wir noch nicht erkundet hatten. Was? Hm. Genau, in der Nähe von Tabor war das, genau. Wie gesagt, die Sichel, ne? Okay, wir gucken noch mal nach. Wie sieht mein Schwert aus? Und mein letztes sah eigentlich cool aus. Sehe ich nicht, zu dunkel. Also ja, keine Ahnung. Ich hatte schon gedacht, dass dieses Kapitel nicht so lang sein wird. Einfach nur, weil wir wissen ja, Odin ist jetzt eigentlich der Einzige, der noch übrig ist, ne? Und ich habe jetzt nicht gedacht, dass wir den bekämpfen werden hier in diesen random Städtchen hier, die Sichel, Dalmekia, okay. Ich meine, er ist so oder so aufgetaucht, ne? Aber jetzt nicht, weil nicht als Kampf, so, ne? Also als Boss irgendwie so. So, ich nehme an, hier ist noch irgendwie was. Ich gehe mal da ein. Warum bin ich da nicht hingegangen? So, also ja, von daher weiß nicht. Ist Joshua noch bei mir? Nein. Ach mein Gott. So, warum bin ich da nicht hingegangen? War da versperrt? Ich weiß das nicht mehr. Aber okay. Ich meine, das wurde jetzt natürlich hier so dargestellt. Ach ja, da war so ein Wagen im Weg, ne? Ich glaube, der ist jetzt weg. Ja, stimmt, hier war so ein Wagen im Weg. Und hier ist dann bestimmt der Boss, ne? Guck mal, was wir hier noch alles haben. Und was habe ich gerade gesagt? Also das wurde irgendwie jetzt hier so dargestellt, so ganz offensichtlich, na ja, wir kriegen jetzt ja voll auf die Fresse gegen den, ne? Aber im nächsten Mal machen wir ihn natürlich fertig, ne? So typisch irgendwie den Bösewicht irgendwie so aufzubauen, ne? Was mich aber ein bisschen stört, ist, dass das so spät passiert ist, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir jetzt irgendwie ja noch, ich weiß ja nicht, wann wir den als nächstes nochmal bekämpfen. Oder ist eine Schatztruhe, verdammt. Ich weiß jetzt nicht, wann wir den als nächstes bekämpfen, ne? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da sehr viel Zeit vergehen wird, ne? Aber aus irgendwelchen Gründen sind wir dann aber dann stärker, ne? Beim zweiten Treffen. Ich meine, das ist natürlich das, was passieren wird, ne? Und beim zweiten Treffen machen wir ihn fertig, ne? Also machen wir ihn vielleicht nicht fertig, aber ich kann gegen ihn gewinnen. Was im Moment jetzt nicht so viel Sinn macht, weil wir gerade Haushoch gegen den verloren haben, ne? Ich
finde irgendwie, gegen den Typen hätten wir irgendwie viel früher kämpfen sollen. Weil damit so ein bisschen mehr Zeit dazwischen ist. Ja, wenn wir ihn jetzt irgendwie in der nächsten 2-3 Spielstunden irgendwie als nächstes bekämpfen, ne? Da kann ich mir nicht vorstellen, wie wir so sehr viel stärker geworden sind, ne? Aber gucken, was passiert, ne? Das soll ja ganz offensichtlich jetzt hier so. Ich meine, das ist jetzt ganz offensichtlich jetzt hier so. So abgespielt im Sinne von, hey, der Typ ist so stark, ne? Gegen den hast du noch keine Chance, ne? Aber später wirst du gegen den kämpfen, dann wirst du ihn voll besiegen, ne? Ja, wie gesagt, da ist irgendwie zu wenig Zeit dazwischen bisher gewesen. Deswegen weiß ich nicht, wie die das jetzt hier storymäßig machen werden. Aber mal schauen, ne? Mal gucken, wie das hier abläuft. Ohrringe des Demolierers. Das etwas, das mir jetzt nichts sagt. Ja, oh, Magie-Kombos. Ist das diese hier oder diese hier? So. Schön auch irgendwie so eine Trophäe, irgendwie jeden Ausrüstungsgegenstand oder so, ne? Zu besitzen. Aber dafür gab es eine Trophäe in Final Fantasy 13. Final Fantasy 13 hat ja blöde Upgrade-System aller Zeiten. Jede Waffe konnte irgendwie zur selben. Jede Waffe hatte irgendwie so einen Baum, in dem man die irgendwie hinbauen könnte. Ne? Und am Ende gelangt jede Waffe mehr oder weniger irgendwie zur selben Endwaffe. Ne? Das ist egal, welche Waffe du hast, irgendwie verschiedene Waffen zur Auswahl. Ne? Ich dachte, wäre eine Schatztruhe. Nein, du hast irgendwie viele verschiedene Waffen zur Auswahl. Ne? Aber wenn du egal welche von denen hochlevelst, jede von denen kann am Ende irgendwie zur gleichen ultimativen Waffe abgegradet werden. Ne? Was eigentlich nicht so schlecht ist, ne? Aber wie du alles upgraden musst, ist war so blöde gemacht. Muss die ganze Zeit Gegner farmen und Gegenstände farmen, ey. Also zum Kotzen. Boah, jetzt werde ich hier voll. Jetzt kann ich nicht auf meinen Schoko bereiten. Und dann gab es natürlich in Final Fantasy 13 noch so eine blöde Trophäe, die sagte, oh, besitze jeden Gegenstand im Spiel einmal mindestens. Und das ist voll nervig, weil das bedeutet, du musst es jede Waffe irgendwie, weil jede Waffe hat ja irgendwie mehrere Stufen gehabt zum Upgraden. Ja, diese Bronzewaffe, wenn du die 10 Level hochgelevelt hast, wird die zur Silberwaffe, dann wird die zur Goldwaffe, dann wird die zur Platinwaffe und dann wird die zur Ultima-Waffe oder so, ne? So muss man sich da vorstellen, ne? Und jeder einzelne von diesen Leveln musstest du auch noch haben. Weil jede von diesen Stufen zählt als eigenständige Waffe. Und versucht das mal zu machen, ey. Das ist ja voll zum Kotzen gewesen. Ja, ich kann ja nicht rein. So, jetzt sind wir schon mal nicht richtig. Ich meine, ich habe mir schon gedacht, dass hier wenigstens ein Ding ist, ein Schnellreisepunkt. So, wo ist denn jetzt die Sichel? Wenn ich ja schon wieder ganz umsonst rumrennen, gibt es ja nicht so viele Orte hier am Kiefer. Ja, bin ich gerade bald hingegangen. Kann ich sein, dass ich immer so viele Probleme habe, die zu finden, ne? Die Sichel. Aktor, da ist das nicht. Boah, warum finde ich das nie beim ersten Mal? Ich gucke mal gerade auf meinem Fernseher, vielleicht sehe ich da ein bisschen. Ja. Aber auf meinem PC muss ich die ganze Zeit
die Augen so ein bisschen verkneifen, damit ich halt sehe. Da ist die Sichel. Okay. Lass mal eingehen. Ich weiß, dann schnell Reisepunkte aktivieren, ne? Also mal, lass mich mal noch ganz kurz zum Versteck zurückgehen. Einfach nur, damit ich mich wieder hochheile. Geht das schnell? Nein. Und dann gehen wir hier unten hin. Oder, ne? Hier war das irgendwo, ne? Gott, ich habe das schon wieder. Hier war das. Hier war das, ja, genau. War schon wieder direkt vergessen, ne? Und dann machen wir den Chocobo platt und dann haben wir schon wieder alles erledigt und können weiter in der Story, ne? Oder, und ich glaube, das wird auch passieren, ich mache weiter in der Story ein bisschen und dann kommt direkt schon wieder hier Dings, Nebenquest, ne? Ich glaube, so wird das irgendwie ablaufen, ne? Blach. Blach. Genauso wird das nämlich gerade ablaufen, ne? Ich werde das jetzt gleich mit Otto reden und dann kommen wieder eine Milliarde Nebenquests, ne, die ich erledigen musste. Immer genauso. Der Rhythmus des Spiels ist irgendwie immer der gleiche, so. Aber geht ein, sind Story Quests, dann kommen neue Quests, dann kannst du mehr Sachen kaufen, mehr verkaufen und so, ja. Ja, die Überraschung ist irgendwie nicht so hoch in diesem Spiel. Wir spielen schon 50 Stunden übrigens in diesem Spiel. Habe ich gesehen. Die Spielstunden sind irgendwie 50 Stunden, wenn ich hier im Hauptmenü bin. Und ich bin, glaube ich, bei 77%. So viel kann eigentlich gar nicht mehr sein. Also von der Hauptstory 77%. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt hier noch mit Nebenquests und so aufbringen muss. Ah, irgendwo hier musstest du jetzt sein. Kann ich nicht mit meinem Chocobo gegen den dann Chocobo gegen den Chocobo kämpfen? Wasser und Wasser und Wasser, Wasser, Wasser und Wasser und Wasser, Wasser, Wasser und Wasser, 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 Wasser. So, irgendwie bist du nicht hier. War ich mal das Maximum Level in diesem Spiel ist? Nein, ich will keine Antwort darauf. Ich höre vielleicht nur so in den Raum. So 50, Level 50 kann man definitiv bestimmt erreichen, ne? Weil der Boss Level 50 ist. So, meine Vermutung ist, hier ist der Chocobo. Nö. Ist er hier? Oder mit der. Das Gebiet hat ja schon wieder einen ganz anderen Namen. Ne. Ne. Habe ich mal sich dieses eine Gebiet auftut hier in Rosalia. Na. Wahrscheinlich jetzt Clive einfach nur von der Hintergrundmusik genervt. So, schon wieder Wasser. Oh, hier ist mit hier. So klein. Boah. Wo bist denn du? Komm. Muss es eigentlich irgendwo hier sein. Damit der Chocobo spawnt, musst du erst den Ork da erledigen. Ja, das wär's noch, ne? Ich weiß auch gar nicht, was hier noch so als Sichel zählt. Ne, ist das Gebiet hier auch noch die Sichel? Ja, da ist er. Braves Mädchen. Das ist der Crazy Chocobo. Paradiesischer Meteor. Oh Gott, der wird Meteorit einsetzen, wenn ich den erledige, ne? Ja, nicht, wenn ich den erledige, das sind wieder andere Viecher. Chocometor! Ach, was zum... Ich hatte noch voller AP gerade. Oh, ich hab doch... Oh, ich sehe gerade da keine...
der keine Boss Leiste, also Ausdauerleiste, wie auch immer. Warte mal, kann ich den ja, kann ich den Angriff so einfangen? Alter. Zu langsam. Aha. Aua. Hilf mir, Großer. Guck mal her. Da kann ich auch meine Dinger direkt einsetzen. Ich dachte, er ist jetzt töten. Okay, dann scheint ihn immer sehr schön einzufangen. Ja. Ich dachte, das Spiel ein von einem verlangt, dass man mal springen muss, ey. Ja. Nein. Jetzt kann er sich bewegen. Oder auch nicht. Meteorregen. Ach ja, da gab es schon eingesetzt, ne? Okay, ist gut. Okay, ist gut. Okay, ist gut. Okay, hörst du auch mal auf? Der setzt halt die ganze Zeit ein, ne? Okay, ist gut. Nein, nicht den Angriff. Der schummelt ja gerade. Na, warte. Der hat gespammt gerade. Habe ich, glaube ich, Takt. Oh, wer du Stück. Genau, Angriff ist Spam. Nein, nein. Ich habe jetzt einfach geplant, das zu tanken, ne? Aber er war schon tot. Okay, irgendwas hätte mir, irgendwas sagt mir dann, Meteorfeder. Ist das ein Rezept irgendwie? Namaste. Aber ich hatte keine Wahl. Ich habe jetzt vor einem Moment gedacht, er hat gesagt Namaste. Namaste. Okay, der war, ja, der hat Autsch gemacht. Hab ich jetzt ein neues Rezept hier bekommen? So, um so Sachen herzustellen. Auch kann ich mir eine Meteoridenarmschiene erstellen. Das ist auch ein, ist auch ein bekanntes Kleidungsstück aus Final Fantasy. Eigentlich aus Dragon Quest, glaube ich. Aber ich glaube auch in Final Fantasy. Aber Final Fantasy ist ja Dragon Quest mehr oder weniger. So ein bisschen. Wurde inspiriert von Dragon Quest, ne? Fun Fact hier. Ich glaube, ich kann irgendwas herstellen jetzt, ne? Was Neues. Ne? Doch hier. Die Söhne Ouroboros. Okay. Oihalkum, fleckiger Lendenschutz und Morbolblume, klar. Entschuldige, was? Okay, ich dachte, da ist schon 11 gerade. Warum hat mir ein Schokobo ein Rezept für so Sachen wie Oihalkum, fleckiger Lendenschutz und so was alles gegeben? Ja, die kriege ich definitiv noch nicht, ne? Ist noch was? Na gut, dann würde ich sagen, das war's für mich hier in dieser Folge. Und hey, Dogger, was geht? Und wir sehen uns dann. Was war mit der Musik hier? Irgendwie ist ja gar keine Musik. Welches Lied wollen wir hören? Na, mir gefällt's. Na gut, dann würde ich sagen, ich mache heute Feierabend, ne? Und in der nächsten Folge geht's dann weiter in der Story. Und dann gucken wir mal, was da so abgehen wird, ne? Ob Jill noch am Leben ist im nächsten Part oder so, keine Ahnung.
und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ne? Ich danke jeden hier fürs Zuschauen und hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Hallöchen. Das würde mich sehr freuen und würde den Kanal voll weiterhelfen. Ehrlich jetzt. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.